Der Frühling ist da, auch wenn er nur ein paar Tage da ist. Dachte ich, schminke ich einen Look perfekt für die Jahreszeit. Ich hoffe, dass es nicht 30 Jahreszeiten so gleichzeitig an einem Tag sind. Also so ist es in Berlin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Eine Sekunde ist voll so 17 Grad. Das ist mir letztens passiert. Ich war am Kudamm, musste eine Strumpfhose kaufen und ich habe mich mit der Verkäuferin unterhalten und sie meinte, ja, draußen ist Frühling. Ich so, ja, ich bin viel zu warm angezogen. Steig ins Auto, fahr nach Hause. Ja, und dann schnarrte das. Ich habe sogar ein Video gemacht. Proof. Auf jeden Fall, ja, dachte ich, Frühlingslook, habe so geguckt, okay, was gerade auch so trennt. Und aktuell gibt es dieses Ballet-Core Make-up und das ist so vom Ballett inspiriert, I guess. Und ich dachte, eigentlich ist es perfekt für den Frühling und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also am Ende könnt ihr machen, wie ihr es möchtet. Ich habe mir keine Videos dazu angeguckt. Ich habe mir ein Bild gescreenshottet, ja, welches ich persönlich halt so am besten fand. Und dann schminke ich jetzt so meinen eigenen Style eigentlich. Und die Produkte verlinke ich euch dann einfach in die Infobox. Ich fange damit an, erstmal die Base aufzunehmen. Ihr könnt es natürlich für den Frühling halt auch unkomplizierter lassen. Ich fange an, die Bronzerstellen schon mal auszublenden. Also für mich heißt es nicht Frühling. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das viele denken, aber ich glaube, man könnte denken, so Frühling, so leicht und frisch. Also deswegen meine ich am Anfang auch, macht das halt so, wie ihr es für richtig haltet. Also adaptiert halt, keine Ahnung, die Dinge, die ihr halt adaptieren möchtet. Für mich ist halt viel hilft auch viel. Nicht immer, aber ja, ich gehe einfach mit dem Flow. Ich habe mir einfach ein paar Produkte rausgesucht, worauf ich Bock hatte, die zu benutzen, wisst ihr. Und so ist es mit jedem Look. Also es ist nie so, dass ja okay, also nur das, das, das und das, sondern oh, ich hätte Bock das, das habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Und dann entsteht das halt so, wisst ihr, wie ich meine? Next will ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Glow. Ja, so durch meine Base durch eigentlich. Dafür trage ich mir jetzt schon mal einen Liquid Highlighter auf. Freut ihr euch eigentlich schon jetzt so auf wärmere Tage oder what is going on? Also ich freue mich. Letztes Jahr habe ich ein bisschen gestruggelt, muss ich sagen, in der Hitze. Ich weiß nicht warum. Eigentlich bin ich ja der totale Sommermensch. Für mich ist Sommer erst so ab 30 Grad. Alles andere ist für mich kein Sommer. Ja, was soll ich sagen? Aber es war so anstrengend. Ich habe immer geschwitzt und eigentlich schwitze ich nicht so und es war so alles so klebrig und anstrengend, sich zu bewegen. Fandet ihr das auch? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich war das so die Zeit eures Lebens. Okay, also Highlighter, so die höchsten Stellen. Und dann nehme ich auf jeden Fall einen Liquid Blush für den Look. Also wenn man sich so ein bisschen die Ballet-Core-Make-up-Looks anguckt, dann ist es so ein bisschen dieses Draping, dass der Blush wirklich hier so aufgetragen wird. Das war vor ein paar Jahren extrem in, vor allem was so Runway angeht, Couture, da war das wirklich auf dem Laufsteg bei so vielen Designern zu sehen. Und jetzt ist es mit diesem Look sozusagen auch gerade ein bisschen in, deswegen nehme ich den Blush halt tatsächlich auch so ein bisschen höher, also wirklich so, dann kann ich das gleich nämlich so ausblenden. Also ich arbeite das ein bisschen so hier in meinen Handrücken ein und dann direkt mit dem Schwamm rin. Kann hier auch ein bisschen über die Augenbrauen. Wenn das Video online geht, bin ich dann beim Augenbrauen machen gewesen, weil ich war ja seit, kann ich euch gar nicht sagen, seit 8 Jahren nicht mehr bei jemandem, der mir die Augenbrauen gezupft hat. Das ist meine Original Eyebrow. Ah, nee, das stimmt nicht. Ich habe, keine Ahnung, 2021 oder 2022 war ich in Hamburg und dort hatte ich mir das erste Mal dieses Brow Lamination gemacht. Ja, und da hatte die junge Frau mir auch so ein bisschen ja, die Augenbrauen gezupft. Also so die vereinzelt, aber dann habe ich keine Brow Lamination mehr gemacht. Aber auch nicht so wirklich gezupft oder Form. Ich weiß nicht, ob das durch diese Lamination kommt, aber meine Augenbrauen sind so ungleichmäßig. Also nicht, dass sie halt immer gleich waren, aber mir fällt es sogar schwer, die nachzuzeichnen, weil die so unterschiedlich sind. Und dann habe ich irgendwie nicht die Geduld, das da so stundenlang gefühlt, ja, so nachzukonstruieren. Ja, und jetzt habe ich mir einen Termin gemacht in der Augenbrauenanstalt. Wenn die Augenbrauen in der Anstalt müssen. Lol. Der Applikator hat einfach meine Foundation abgenommen. Ich habe hier zwei so Kreise, seht ihr das? Aha. Oh ja, jetzt sieht man es auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall gehe ich so C-förmig um meine Augen herum, Augenbrauen, Wangen, ein bisschen über die Nase. Ja, echt schade. Ne, sitzt da überhaupt nicht gut. Schade. Auf jeden Fall sollte das meine Base sein. Dann dachte ich, für die ganzen schönen Frühlingstage nehme ich auf jeden Fall ein leichteres Produkt und das arbeite ich jetzt wirklich ja, so in den Pinsel rein. Ah, halt, stopp. Concealer. Erstmal noch hier den Concealer aufteilen. So, zack.
Und dann das auch ausblenden. Also eigentlich habe ich alles, was ich on top auftragen würde, erstmal als erstes aufgetragen. Dann nehme ich eine Foundation und arbeite das in so einen schönen fluffigen Pinsel rein. Also das Produkt in die Pinselhärchen und dann arbeite ich mich jetzt so ein bisschen durch. Mach keine wischende Bewegung, sondern einfach klopfende Bewegung. So ein bisschen auch dieses Underpainting, was ich ja im letzten Video gemacht habe. Das verlinke ich euch hier oben. Das waren ja so diese TikTok-Trends aktuell. Wie ich gesagt habe, die Steps müsst ihr nicht so machen. Ihr könnt direkt eigentlich eure BB-Cream nehmen und dann die Steps halt on top oder viel leichter. Also da seid ihr wirklich komplett offen. Wenn ihr das habt, dann auf jeden Fall nochmal mit einem Schaum über alles drüber, dass da keine Streifen durch die Foundation sind, sondern alles wirklich richtig gut eingearbeitet ist. Okay, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall die Concealer-Stellen setten. Ich nehme mich mit Powder Puff und arbeite das richtig gut so rein. Dann haben wir auch den ganzen Tag was von dem Look, wisst ihr, was ich meine. Und man bekommt so einen richtig schönen Airbrushed-Effekt. Okay, für den Rest nehme ich persönlich so einen Fluffy Brush mit dem Loose Powder und dann gehe ich über die restlichen Stellen mit diesem Puder und presse es so ein bisschen rein. Aber ich mache das jetzt nicht so wie unter dem Auge, dass es nicht zu viel wird oder zu matt, weil wir brauchen noch ein bisschen Glow für den Look. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Bronzer. Ich gehe jetzt eigentlich über die Stellen, wo ich eben war, aber eher mit einer leichten Hand, weil man kann definitiv die Struktur von den Produkten, die da drunter sind, noch sehen. Aber ich sette das Ganze damit so ein bisschen und akzentuiere damit eigentlich nochmal so das, was ich da drunter geschaffen habe. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Glow. Und das relativ großflächig. Okay, ich nehme erstmal so einen schönen goldenen Highlighter. Und zwar einen, der so einen Glass-Skin-Effekt gibt. Hatte ich ja Schmidt Labs. Das ist die Farbe Light. Und ich nehme so einen richtig schönen fluffy Brush. Also damit trage ich normalerweise meinen Bronzer auf. Und das trage ich wirklich großflächig auf. Ihr könnt sehen, richtig schöne kreisende Bewegungen. Und das ist die erste Schicht. Und ihr kriegt wirklich so ein richtig, als hättet ihr eben Skincare auf der Haut. Keine komischen Glitterpartikel. Das ist, legt sich einfach richtig gut auf die Haut. Und ich bringe den Highlighter auch relativ tief runter. Ihr könnt sehen, ich habe hier überall eben diesen Glow. Und dann nehme ich eine hellere Farbe. So könnt ihr das auch machen. Ist eigentlich ein ziemlich cooler Trick, wenn man eben ein bisschen mehr will, aber ohne diese sehr balkige. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich finde das viel, viel schöner, wenn man eben so ein bisschen mit den Farben spielt und das so ein bisschen anpasst. Dann nehme ich die Farbe Fair und einen spitzeren Pinsel, nicht so aufgefächert wie der andere und gehe wirklich mit der Spitze in das Produkt rein und den platziere ich auf die höchste Stelle und mache nicht mehr so große Bewegungen, sondern platziere das wirklich da, wo das Licht mich natürlich auch so treffen würde. Manchmal hilft es auch, sich wirklich in das Licht zu drehen und dann auch immer so ein bisschen natürlich gucken, okay, wie schaut es aus und dann seht ihr eigentlich schon, wo das Licht hinkommt und dann habt ihr eben diese Spielerei von Licht, aber ohne so richtig balkenartige Streifen zu haben. Und dann war hier ein Look, der mir besonders gut gefallen hat. Das war jetzt aber aus einem anderen TikTok, ist dieser Look hier. Also ihr habt wirklich diese federleichten Augenbrauen. Dann eben, und ihr seht, das geht alles so sehr ins Rosane. Also diese Wangenpartie gefällt mir sehr gut. Das geht dann hier auch so richtig schön rein. Und auch eben dieser Glow. Ihr könnt auch sehen, wie tief der eigentlich sitzt. Und dann, damit wir auch diesen rosa Schein bekommen, nehme ich keinen rosanen Highlighter. Ich finde das manchmal ein bisschen zu krass. Aber was ich nehme, ist so ein richtig schöner rosaner Blush. Aber der wirklich schon ein bisschen mehr als ein Satin Finish ist, finde ich. Also das ist schon fast shiny, das geht so ein bisschen ins Peachige, Rosane, also je nachdem, wie das Licht eben drauf fällt. Und das soll dann eben mein Blush sein. Somit habe ich dann beides. Ich habe den Glow, aber eben auch diese richtig süße Farbe. Und dafür nehme ich so einen richtig schönen fluffy Pinsel, nicht so was Festgebundenes, weil ich will eben diesen Airbrushed Look haben. Dadurch, dass ich ja schon Blush drunter trage, ist das eigentlich perfekt, um so ein bisschen aufeinander aufzubauen. Platziere ich mir den Blush hier und dann mache ich auch so kreisende Bewegungen hier hoch. Ich stoppe dich, damit ich nicht so komische Übergänge habe. Und auch das, also ihr könntet zum Beispiel eine BB-Cream auftragen. Also viel leichter als das, was ich jetzt gemacht habe. Concealer, was auch immer ihr macht und dann wirklich den Blush nehmen, so einen richtig schönen leichten und dann mit kreisenden Bewegungen so für den Frühling. Auch das ist richtig, richtig schön.
Und jetzt haben wir auch eben diesen rosanen Glow. Die Highlighter gehen alle miteinander. Man weiß nicht, wo das anfängt, wo es aufhört. Und da ist richtig schön Bewegung drin. Lovely. Mir fehlt noch ein bisschen Pop of Pink. Deswegen nehme ich jetzt diesen hier von Dior, weil der ist nicht so stark pigmentiert wie viele andere Blushes. Mit denen kann man gut arbeiten. Das ist soft, aber es gibt trotzdem diesen leicht pinkeren Unterton. Das mache ich und ich gehe wirklich mit dem Pinsel rein. Bei dem Blush braucht ihr echt keine Angst haben. Und das gebe ich nochmal on top. Und kreisende Bewegungen. Manche Partien in dem Gesicht sind sehr gehighlightet, manche Partien wiederum sehr, sehr matt. Das kann aber auch so ein bisschen an der Bearbeitung liegen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall die Wangenpartie hier zum einen baken. Es gibt nochmal Struktur, aber um das nochmal zu mattieren. Ich finde, es ist auch ein sehr femininer Look. Das mir persönlich echt gut gefällt, weil, ich weiß nicht, es ist so sehr romantisch, so wie ich eigentlich gar nicht bin. Und dann bake ich tatsächlich hier unterm Auge nochmal ein kleines bisschen mit einer helleren Farbe. Ganz viel Highlighter auf der Nase, aber auch ja, auf der Nase, also Nasenrücken und auch Spitze. Und da ist es recht viel. Ein bisschen das Lippenherz auch noch hervorholen. Romantik. Widmen wir uns einmal dem Augenlook. Das geht wirklich alles so ein bisschen in das rosane Berry. Und dann habe ich Looks gesehen, die wirklich fast so einen weiß schimmernden Lidschatten auf das Lid gepackt haben. Ne? Also da gibt es einiges, aber so der Tenor ist schon ziemlich so pinkisch. Ne? Das machen wir doch. Also wenn man sich zum Beispiel ihren Look anguckt, da gibt es auf jeden Fall Tiefen. Es verläuft so auch richtig in den Blush, dann diese krasse Highlight-Stelle. Der Look ist schön. Die Wimpern unten sind super nice. Ich setze mal so einen pinken, bärigen Lidschatten an meinem unteren Wimpernkranz und ziehe das hier so lang wie so ein Lidstrich. Dann nehme ich einen fluffigeren Pinsel und eigentlich einen wärmeren Bronzer. Und das packe ich dann in meine, ja, so in meine Lidfalte, aber so ein bisschen drüber und blende das so ein bisschen hier rein. Und dadurch, dass ich vorhin ja mit dem Cream Bronzer hier reingearbeitet habe, verbindet sich das Ganze jetzt so ein bisschen. Und dann nehme ich einen softeren Rosaton und blende das jetzt in meinen Außenwinkel und gehe so ein bisschen in diese Fläche rein. Echt richtig schön. Und das kleine bisschen von diesem helleren packe ich jetzt auf die meinen unteren Wimpernkranz, um dieses bärige ein bisschen auszuschwächen und gehe wirklich hier so rein. Okay, next step ist auf jeden Fall so einen richtig schönen highlightenden hellen Lidschatten zu nehmen. Also das, was zu eurer Hautfarbe am besten passt. Ich werde als erstes mit so einem schönen, richtig metallischen rosa Lidschatten arbeiten. Das mache ich am besten mit dem Finger, nehme ich so auf und das presse ich jetzt eigentlich hier überall hin, wo ich ja keinen Lidschatten habe und verbinde das jetzt mit diesem Rosa so ein bisschen. Also viele Looks, die ich gesehen habe, die haben es sehr, sehr crisp gemacht, so ein bisschen sauber gemacht oder mit dem Lidschattenprimer wie so eine Cut Crease. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich halte das jetzt ein bisschen romantischer, also ein bisschen einfacher in den Augen. Und on top nehme ich nochmal das hier, was fast weiß wirkt, aber das hat auch so einen leicht weißen, lilanen Schimmer. Und auch das packe ich jetzt on top. Okay, Innenwinkel ist auch extrem gehighlightet. Dafür nehme ich jetzt einfach diesen weißen Lidschatten. Pack das hier so rein. Also ihr Look ist auf jeden Fall viel, viel softer. Könnt ihr auch so halten mit viel softeren Farben, viel rosaner. Ne? Also das liegt alles ganz bei euch, wie ihr euch halt am wohlsten fühlt und ja, was ihr so tragen möchtet. Ich ziehe mir zwar keinen Lidstrich, aber ich werde hier einmal diese Gap schließen mit meinen Wimpern und der Haut. Also Mascara ist für den Look auf jeden Fall ein Muss. Aber ihr könnt auch Fake Lashes tragen. Wenn ihr zwar euch die Wimpern tuscht, aber ein bisschen mehr wollt, könntet ihr zum Beispiel vereinzelt Wimpern auftragen. Dann könnt ihr auch so ein bisschen spielen, so an ein paar Stellen auftragen, so eine kleine Lücke lassen und dann wieder auftragen. Also auch da kann man so viel machen, passend zu diesem Look, finde ich. Und wenn ihr es für den Alltag schminken wollt, würde ich vielleicht nicht so krass metallische Töne nehmen, sondern wirklich eher mit so einem Satin-Finish. Was die richtige Mascara und Wimpernzange ausmacht, ist crazy bei mir. Ungewohnt mit so Perlenohrringen irgendwie, ne? So bin ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin so, wow, what is happening? Ja, es ist alles ein bisschen cutiger. Cute, ja.
Ich mag sehr gern so einen Mix so aus Street, Couture. Das ist eher so meins. Lips habe ich so einen Berry Altrosa Ton genommen, aber das rauche ich jetzt komplett aus. Und gehe auch gern in meine Lippe rein. Also nicht nach da ausblenden, sondern nach da ausblenden. Hier kann man einen guten Unterschied sehen zwischen der Ober- und Unterlippe. Das kriegt einfach so einen feinen Übergang. Ich nehme jetzt erstmal mein Baking weg. Ich nehme gerne nochmal so eine schöne Puder-Foundation, sowas richtig Feines, Luxuriöses. Und dann gehe ich hier on top und nehme das einmal weg. Dann tuffe ich hier so ein schönes, helles Rosa auf die Lippen. Gerade nochmal so die Außenwinkel ein bisschen schattiert mit dem Lip Liner. Dann packe ich mir einfach so ein Nude Fernen Gloss. Ich persönlich liebe Face Spray als letzten Step in meinem Make-up. Ich variiere zwischen ganz vielen, je nachdem, was ich von diesem Spray möchte. Für diesen Look möchte ich auf jeden Fall nochmal so ein Endfinish an Glow. Dadurch, dass ich hier auch recht viel Puder aufgetragen habe, hier auch gebaked habe, will ich trotzdem so ein bisschen Glow zurück, aber irgendwie dann auch diese Smatte an manchen Stellen. Deswegen auf jeden Fall nochmal so ein Face Spray. Dann gehe ich nochmal gerne mit dem Schwamm on top. Okay, mein Frühlings-Heavy-Make-up mit diesem Ballet-Make-up-Trend. So ein Mix aus allem. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, der Look gefällt mir richtig gut. Wenn ich wahrscheinlich, so für tagsüber, würde ich ein bisschen, wahrscheinlich an den Augen softer werden. Also nicht so metallisch. Ich würde so ein ganz leichtes, helles Rosa nehmen. Und dann wirklich so ein Satin-Finish, fast weißlich oder ja, wie so ein Fair-Highlighter dann on top. So ganz leicht machen. Ein bisschen Mascara, aber so die Base würde ich so lassen, weil mir das richtig gut gefällt. Das wäre für mich so ein richtig schöner Evening-Look, Party, Geburts, also wo man richtig raus möchte. Das wäre der Look. Ich habe mich verliebt und eigentlich trage ich diese Farben kaum. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.